Willkommen zu Gelsen Modellbaublog. Und zwar zu einem neuen Video. Und zwar möchte ich jetzt zwischendurch so kurze Videos machen, immer euch am Laufenden halten, was ich vorhabe. Und heute starten wir mal. Ich habe schon erwähnt, wie ich das Video gemacht habe zum Kreuzer 4WD-Lenkung. Gibt es ein Video zum Einbau und zur Testfahrt. Das Video verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Habe ich schon angekündigt, dass ich vom Hersteller zwei Lenkungskits noch erhalte, die ich gerne an euch vergeben möchte. Voraussetzung ist einfach, ihr habt einen Rave oder einen Bomber, wo ich das Ding verbaut. Ich möchte als Gegenleistung einfach ein paar Bilder vom Einbau und vom fertigen Fahrzeug haben, mit einem kurzen Bericht und einem Statement, was ihr vom Lenkungskit, eure Meinung zum Lenkungskit, diesen Bericht werde ich dann, die beiden Berichte werde ich einen Blogbeitrag verfassen. Von daher, wenn ihr sagt, okay, ey, Gary, ich möchte das haben, das Lenkungskit für den Rave oder für den Bomber, dann einfach unten in die Kommentare reinhauen. Macht das bitte. Dann habe ich noch vor demnächst, jetzt kommt noch, jetzt kommen noch folgende Videos. Und zwar kommt jetzt als nächstes Video, gibt es ein Unboxing von Modellbau Fechtner. Da haben wir jetzt eine kleine Kooperation oder eine Kooperation mit Modellbau Fechtner. Da wird Peter und ich ein bisschen mehr im Bereich Funktionsmodellbau machen, vor allem Peter. Da steht jetzt an, ein tolles Lichtset für den LKW, für den MAN, das wirklich alle Stückchen spielt. Das werde ich heute noch auspacken und filmen. Dann habe ich so kleine Boxen für unterwegs, für den Werkzeugkoffer, wo wir tolle die Scale-Teile haben. Dann gibt es noch ein tolles Unboxing demnächst, also ich schaue auf nächste Woche. Und zwar habe ich den Extra Speed T90 Sentinel hier liegen schon, seit einer Woche. Ich habe noch einmal kurz reingeschaut. Und zwar ist es mein Bauprojekt für den Winter, für die Wintersaison. Und zwar wird das ein Defender, ein Paula Defender, also mit Rally-Look werden. Und mit dem möchte ich 2017 in der ASDS die Class 1 fahren. Dann steht noch an, habe ich auch noch liegen. Und zwar habe ich hier zwei Packerle noch liegen von meiner Drohne, von der Model Space Di Agostino. Da möchte ich noch die zwei Videos auch machen. Oder ein Video, jetzt praktisch die Fertigstellung von der Drohne und eben, ja, und den Test. Den Testflug, ja, und das ist das, was momentan ansteht, ja. Dann, genau, ganz was Tolles kommt demnächst auch vom Modellbau Fechtner, da sage ich jetzt schon mal vielen, vielen Dank dafür. Und zwar hat Servonaut einen tollen Crawler-Regler rausgebracht, also man, die Specs vom D24 lesen sich wirklich genial, also man mit Anfahrhilfe, Abfahrhilfe, feinfühlig soll er sein mit 427 Fahrstufen, mit Lichtanschluss gleich von Haus aus mit verbaut, also für das Licht und so weiter. Preislich kostet auch, ich habe es in den Kopf, ich glaube 169 Euro, also kein billiges Teil. Aber auf das bin ich schon richtig gespannt, das möchte ich in mein T90 einbauen, in mein Defender, und auf das Teil bin ich schon richtig gespannt. Und entweder kommt der Regler rein, oder sonst habe ich mir auch schon bei meinem guten Freund beim Krollerkeller-Shop vorbestellt, Holmes Hobby Combo, die Brushless Combo, die habe ich meinem Freund Manfred Gruber gesehen, mit glaube 3300 kV auf 3S und den neuen Holmes Hobby Servo mit externen Stromanschluss, also sprich, ich brauche kein PC mehr, da zieht sich den Strom direkt vom Akku. Die Komponenten, also kommt noch einiges zu auf euch, und ich möchte so kurze Videos einfach zwischendurch machen, einfach Update, was los ist, weil ich nicht immer die großen Videos nicht mehr so schnell schaffe, beruflich und familiär mit der ganzen Geschichte, und von der mal mache ich öfters jetzt so kurze Videos. Ich hoffe, das gefällt euch. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Kommentar dazu schreibt, ob euch das interessiert, so kurze kleine Videos, Updates aus meiner Werkstatt, dann werde ich das aufnehmen und einfach machen laufend. Und wie gesagt, nochmal die zwei Crawlster, die ich zum Verlosen habe, an die Leute, die es brauchen können,
Die Winden sind auch schon eingepackt, die ich verlost habe letztens mal von E-Racing. Habe ich mir jetzt noch keine Zeit gehabt zum Verschicken, aber möchte ich diese Woche noch unbedingt machen. Also vielen Dank da nochmal an alle, die teilgenommen haben. Von daher sage ich jetzt mal danke an Grolster für die Möglichkeit, als erster das Lenkungskit für den Rave zu testen und zu verbauen. Und wer sagt, okay, wenn ihr auch das tolle Set wollt, dann haut rein ins Kommentar. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Gere, das war Gere's Manöverblog. Tschüss, Baba.